Käs Hetteling. Danny Brauer. Jürgen Log. Tim Schwamer. Michael Nimzig. Robin Bott. Jan Thies de Jong. Dieter Brüsten. Bastian Krebas. Kilian Pöls. Jürgen Log und Jan Thies de Jong. Gilles Willems und Jo Corbani. Das sind die nächsten beiden. Und dann Mysterious Mom. 500 Meter sind getrabt, 14,6 die erste Zwischenzeit am Ende des Feldes. Derzeit Magnum de Vuitton. Nach einem sehr vorsichtigen Start. Mitte der Geraden, Führungswechsel. Da geht jetzt Mersch Mom energischer ran und vorbei an Kaiser of Newport. Übernimmt das Kommando. Anderlei Wittesberg. Dann in den Einwohner Nutz. Aber das Kaiser hat auch schon gebraucht. Sie fahren Mysterious. Ist längst erreicht, in der Mitte Kaiser auf Newport, außen Magnum de Vuitton und an der Innenseite Nesh Mom versucht sich hier zu wehren, Kaiser auf Newport, dann auch Amber Lane versucht hier zwischen zu durchzukommen, Magnum de Vuitton außen, Kaiser auf Newport, Magnum de Vuitton, Kaiser auf Newport, Magnum de Vuitton und Amber Lane, wer macht hier Kaiser auf Newport und Kaiser auf Newport, vielleicht knapp vor Magnum de Vuitton oder Amber Lane, aber es ist ganz, ganz knapp. War nach Kaiser auf Newport aus dem Besitz des Stalles Germania gezogen von Peter Terborg und Trainer ist Wolfgang Nimczyk. Wir gratulieren. Foto im Kasten, Robin wieder da. Herzlichen Glückwunsch, Robin. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss gestehen, das war ein tolles Laufen. Ich muss das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen revidieren, habe ich nicht gedacht. Aber heute passte das wirklich. Ja, heute passt das wirklich. Wirklich gut gelaufen und alles war passend. Ja, dann war eine gute Felle drin und im Online hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, kam auch gut zum Ziel, wie ich gesagt, war angepasst und hat gut geflüchtet. Robin, gleich läuft South Carolina AS gegen Albertine. Ich glaube, ganz so einfach wird es nicht für Albertine. Ich denke, South Carolina AS sollte eigentlich das Pferd in dem Rennen sein. Ja, South Carolina ist ein sehr starkes Pferd. Macht immer Schritte voraus und ich glaube, wenn sie auch weiter Schritte nimmt, wird sie ein sehr gutes Pferd. Und Albertine hat sich auch gut gemacht und ich hoffe, wir machen ein schönes Duell raus. Sieger des vierten Rennens, Robin Bott.